Hallo! Hallo! Ja, jetzt wird gefruckelt, bevor gespielt wird. Ne? Gepruckelt und eingestellt, weil es gibt nämlich unheimlich viele Leute, die ein Spiel starten und erstmal in den Optionen rumfrudeln. Default Setting. Hi, wir sind zwei Piranhas und wir erzählen heute etwas über Computerspiele hier auf diesem Kanal. Und wir wundern uns immer über Menschen, die ein Spiel starten, wie die sich verhalten. Mhm. So, ne? Da steht dann, oh, Optionen. Ja, da muss ich erstmal mir das Spiel so konfigurieren, wie ich das will. Die haben doch überhaupt nichts vom Spiel gesehen. Die wissen nicht, ob es hell genug ist. Die wissen nicht, erstmal gucken, was kann man denn hier alles einstellen? Nee, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Dann starten sie das Spiel. Oh nee, so will ich das aber nicht, so will ich das aber nicht, so will ich das aber nicht. Ist mir schon sehr oft passiert. Mhm. Und also, dass ich es gesehen hätte bei anderen Spielern. So, ne? Ich selber mach sowas ja auch. Ich gucke ja auch wo rein. Aber ich kann mich damit auch nicht ganz freisprechen. Ja, ist halt, man will ja auch wissen, man will ja das Optimum, ne? Wie Harry sagen würde, Premium-Produkt will man haben und dann will man immer das Beste und dann guckt man erstmal rein, aber wie bieten die mir denn hier an? Mhm. So, ne? Und das ist halt so eine Sache. Na gut, wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, bist du eher so ein Menüprötteltyp oder startest du das Game lieber mit Standardeinstellungen? Einfach erstmal spielen und mal gucken, ob es mir gefällt und ob ich nachher nochmal und so weiter. Und die haben Folgendes gesagt. Meistens gucke ich, dass ich die Grafikeinstellungen schön mache und das Audio ist ganz wichtig für mich, dass die Lautstärken miteinander korrelieren. Also ne, Effekte im Game dürfen nicht zu laut sein. Die Musik muss in der richtigen Lautstärke für mich sein, damit die emotionale Stimmung gut rüberkommt. Da ich lange Pause gemacht habe, ist das total komisch. Manchmal fummel ich super gerne, weil es spannend gemacht ist. Kommt wirklich drauf an, wie ein Menü gemacht ist. Tut mir leid. Und manchmal interessiert es mich überhaupt nicht und ich will anfangen und dann ärgere ich mich, weil ich nicht weiß, wie man sich umdreht. Seit ich einen PC habe, der auch ein bisschen was auf dem Kasten hat, bin ich auf jeden Fall diejenige, die erstmal in die Einstellung geht und da guckt, was da möglich ist. Aber nicht extrem. Also ich fange jetzt nicht an, irgendwie zweifach, vierfach Anti-Aliasing oder sowas einzustellen. Das mache ich in den meisten Fällen nicht. Ich benutze dann schon die groben Raster. Ich gucke doch immer noch mal im Menü, ob alles richtig eingestellt ist, weil manchmal gibt's da ja doch noch, dass man ein bisschen was nach oben schieben kann. Ja, ich habe so einen Kumpel, ne? Der verbringt die ersten 3 Stunden des Spiels in einem Rollenspiel in den Menüs und darum sich alle Fertigkeiten und so zurechtzulegen, wie er will. Ich kontrolliere bei jedem Spiel die Einstellung, bei jedem einzelnen Spiel. Nein, ich muss gucken, was alles noch so geht. Obwohl ich es dann meist hinterher nicht kapiere. Wie gesagt, meine Enkelin ist dann deutlich besser. Die ist 9. Und die kann das sehr viel besser. Ich gucke mir das meistens kurz an und verliere dann das Interesse, weil ich mir denke, okay, ich könnte jetzt auch sehr viel Zeit hier verbringen, aber ich möchte ja einfach spielen. Und ich nehme es mir, glaube ich, vor, da irgendwie viel zu machen, aber nee, dann geht es direkt los. Und dann mache ich das, hole ich das vielleicht nochmal nach. Das ist ja verlockend. Das ist verlockend, wenn da steht, ich kann da dran rumfrudeln, ich kann mir mein Spiel so konfigurieren und dann hängt es immer daran, wie es formuliert ist, was da steht. Ja? Ja, auch. Ja. Es ist ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Spiel gespielt habe. Nehmen wir mal an, also bei mir war es zum Beispiel so, ich spiele einen Shooter. Und dann habe ich einen Shooter gefunden, bei mir war es damals Doom 3. Und da, das hat einfach funktioniert, so wie das eingestellt war. Ich war dann auch irgendwie, hatte ich sowas wie Reaktion, ne, was bei mir schon was Besonderes ist. Und konnte dieses Spiel spielen. Ich habe das tatsächlich durchgespielt. Ich, Doom 3. Wahnsinn. Und dann habe ich bei dem nächsten Spiel, was ich gespielt habe, was so ähnlich war, gedacht, dann muss ich auch dieselben Settings wieder haben. Hm. Also dieser Umkehrschluss zu sagen, nein, das muss jetzt so sein. Ich habe unglaublich lange in meinem Leben... So, und jetzt bin ich hier völlig raus. Die WASD-Tasten auf die Pfeiltasten gelegt. Ach so. Weil ich so gespielt habe früher. Und bis dann irgendeiner sagt, sag mal, was machst du da? Wieso spielst du nicht mit WASD? Und ich so, ja, aber hier die Pfeiltasten und so, ne? Sag mal, warum spielst du nicht mit WASD? Ja, aber muss ich erstmal wissen, dass W der Pfeil und. Naja, also ich verstehe schon warum. Mhm. Ich habe das nämlich auch gemacht. Und zwar, meistens ist es dunkel im Zimmer.
ja. Und links die Tastatur, rechts die Maus. Und wenn du die Pfeiltasten hast und die entsprechenden Tasten, hast du immer irgendwie einen, ja, weiß ich nicht, so einen Fixpunkt. Mhm. Ne? Gibt ja auch Tastaturen, wo irgendwo so ein Knubbel drauf ist. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem der Knubbel drauf ist. Ist der auf E oder ist der auf W? Guck mal, bei der Tastatur, auf F ist der. Guck mal hier, ne? Bei WASD, da ist kein Knubbel drauf. Das heißt, du kannst dich nicht mehr orientieren. Das heißt, du hast irgendwie einmal die Hand auf den Tasten, WASD, mhm. so, und dann musst du dann auch so verharren. Du müsstest dann oben gucken, Escape und irgendwie Tab und dann fühlst du dich da durch. Bei den Pfeiltasten hast du das Problem nicht. Die sind immer freistehend. Das mhm. heißt, diese vier Tasten, ja, dieses Tetris-Konstrukt da, das kannst du sofort wiederfinden, selbst im Dunkeln, und kannst von da aus dann auch die ganzen anderen Tasten finden. Das ist der Vorteil mhm. bei den Pfeiltasten. So. Ne? Und auch gleichzeitig, dass du sowas wie Q und E aber auch nicht daneben hast. Das heißt, ich habe jetzt mal so die Spinne gemacht irgendwie. Die will ich noch dabei und das ist der Nachteil. So, ne? mhm. Es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, man kann sich da einen Böppel drauf machen. Auf S zum Beispiel oder auf W oder auf WASD selbst. Dass du immer, okay, da sind die Tasten. Gibt mit Sicherheit ziemlich viele Hilfskonstrukte dafür. Mhm. Oder eine beleuchtende Tastatur, dass du dann immer sehen kannst, wo du gerade bist im Dunkeln und so weiter. Aber es ist halt schon was anderes. Mhm. Ne? Wie macht ihr das denn? Gibt es irgendwelche Hilfskonstrukte, die ihr benutzt, um WASD wiederzufinden? Benutzt irgendeiner da draußen noch die Pfeiltasten? Wir hören uns an wie totale Kack-Noobs, ne, oder? Aber es ist doch so. Die meisten Spieler, die denken doch so. Gut, jetzt hat man sich dran gewöhnt. Es ist auch irgendwie besser, weil die Tasten drumherum sind. Die Wege sind kürzer. Man hat sich dran gewöhnt und so weiter. Es gibt ja eine riesen Geschichte dazu, ja, mhm. über WASD und den Pfeiltasten. Mhm. Aber tatsächlich, ich habe das früher auch gemacht. Ich habe mir das umgelegt, ne? Ja. So, aber gibt ja auch Tastaturen wie das Ding hier, ne? So, ja, da sind die Pfeiltasten überhaupt nicht mehr irgendwie freistehend. Guck mal hier, ja. Die sind irgendwie so eingefasst. Und ich meine, wer benutzt denn sowas hier? Ja, wer benutzt sowas ohne Numblock? Und wer benutzt sowas zum Spielen? Ich, weil das Ding nämlich ein Funkmoped ist und weil es klein ist und weil ich es mir hier hinlegen kann und noch rechts die Tastaturen, dann fläze ich mich, als hätte ich, also dann kann ich auch einen Controller benutzen. Aber es gibt halt Spiele, die spielt man nur mit, ist halt so, ne? Also habe ich halt sowas gemacht und da sind die Pfeiltasten nun mal irgendwie da unten und nur ein Blockfeld weg. Mhm. Das heißt, du könntest mit deinem System, mit deinem Anutuk auch nach Hause gehen bei dieser Tastatur. Du müsstest dann wirklich immer das große Brett haben. Ne, mit allem. Ja. So, also gibt halt Vor- und Nachteile. Das ist natürlich schon so ein Ding. Ja, worum ging's? Default Settings. Ja. So. Ja, gibt's ja auch noch mehr als nur die Tastenbelegung, ja. sondern hier diese ganzen Einstellungen rund um irgendwelche Grafikfeatures zum Beispiel. Absolut, ja. Ja. Da weiß man noch gar nicht so richtig, was sie machen. Oder man hat Erfahrungen aus vorherigen Spielen, wie zum Beispiel, ich sag mal sowas wie Motion Blur. Ja. Ein riesen diskutiertes Thema. Ja, da stichst du wahrscheinlich ins Wespennetz. Ja, was? Wieso? So. Es gibt halt die Leute, die möchten gerne ziemlich weit, ziemlich crisp gucken können. Mhm. Ne? Aber ich sag mal, in Filmen zum Beispiel macht man das in der Regel so nicht, damit man den Fokus irgendwo drauf legt. Gut, okay. Motion Blur ist da nicht gemeint mit, sondern erstmal Depth of Field. Ne? Richtig, ja. So, erstmal das. Motion Blur kommt noch oben drauf. Ja? Ja, ja. So, das ist schon richtig. Aber für dich ist das halt Blur, ne? Das ist geblur. Blur im Hintergrund, Motion Blur, so, ja. Ja, aber Depth of Field meinst du jetzt in diesem konkreten Fall. Mhm. Und das ist halt, dass im Hintergrund halt unscharf gemacht wird, wenn ein Typ vor dir steht und so. Und dass man halt irgendwie so die Linsenmechanik von so einer Kamera simuliert damit. Das wirkt halt alles ein bisschen cineastischer. Aber im freien Modus, wenn du die Kamera frei bewegst, im Dialogen, in Cutscenes, super. Da passt das auch hin, da gehört das auch hin. Ja, das machen wir ja auch. Aber wenn du halt in die Gegend rum rennst und die Gegend erkundest beim Exploren, dann stört das eigentlich. Das darf da nicht hin. Man darf nicht zu viel Depth of Field da reinmachen, dass man im Hintergrund irgendwie, machst du gar nichts rein, das ist total crisp. Siehst du auch irgendwie diese Anti-Aliasing-Effekte, die, mhm. ne, also, und diese ganzen Probleme, dieses Geflimmer im Hintergrund, das machst du mit diesen Wegblurren, mit Depth of Field ja auch weg, ja.
Da gibt es so eine Minimax-Aufgabe. Wie viel machst du und wie wenig und so weiter. Ne? Mhm. Bei 3D-Brillen ist es ja noch mehr, ist ja noch schlimmer. Weißt du, je weiter man wegkommt, desto unschärfer wird das. Mhm. So, aber je höher du die Auflösung machst, 4K auf jeder Brille oder so, ruckel, da wird's ja schlecht, da musst du immer so ein Mittelding finden. Und dann musst du halt damit leben, dass die weit entfernten Sachen halt unscharf werden bei VR. Machst du die dann crisp, wie du gesagt hast, dann flimmert's. Mhm. Also machst du dann da Anti-Aliasing drauf und Zeugs. Das heißt, da kaschierst du auch. Das heißt, diese Unschärfe, die machst du da rein. Es ne? ist ja auch nicht ganz unrealistisch, weil wenn ich dich jetzt zum Beispiel angucke, dann ist der Schrank da hinten unscharf. Aber dann muss das System auch wissen, wo ich hingucke. Gucke ich jetzt den Schrank an, bist du unscharf. Du bist aber jetzt im Dialog. Du bist in einer Mini-Cutscene hier. Verstehst du? Du rennst ja jetzt nicht runter und vor den Schrank. Weil du also, ja, also. Dann gucke ich ihn ja auch wahrscheinlich an. Das heißt, man müsste richtig. Sowas wie eine Eye-Tracking, oh Gott. Funktionalität haben, die genau weiß, wann ich gerade wohin gucke. Und selbst das wird dann wahrscheinlich richtig schlecht. Und wenn das dann Latenz hat, dann... Dann wird der so richtig übel. Nee, ich glaube, das muss schon sehr schnell sein. Ja. Das muss schon sehr schnell sein. Und wenn es sehr schnell ist, dann kannst du es auch weglassen, oder? Ja, ich würde sagen, an der Stelle ist manchmal weniger mehr. Ich glaube auch. Also momentan zumindest. Gibt bestimmt neue Techniken, ja? Es gibt ja diese Eye-Tracking-Klamotten, wo ich hingucke bei diese VR-Brillen, die neuen jetzt und so. Mhm. Super, gucken wir uns an. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, die sind erstmal langsam, diese Features. Mhm. So, dass die nicht schnell genug sind, ja? So wie bei Stadia oder so, du bewegst die Maus und irgendwie eine Viertelstunde später bewegt sich die Figur, weil es halt durch Technik und so bei einigen Systemen nicht funktioniert, bei anderen schon. Das ist halt irgendwie immer so eine Diskrepanz, das ist halt eine Technikgeschichte. So, wir waren bei Default Settings, ne? Mhm. So, will ich diese Sachen mir einstellen? Ja, verdammt nochmal, ich starte dieses Spiel und ich will wissen, was es kann. Und zwar von vornherein, weil ich diese ganzen Dinge schon im Kopf habe, so, ja, und dann immer mal gucken, was will ich. Ich habe da irgendwas gelesen. Ja, dass das und das eingestellt werden muss und hin und her und Gamma Correction und ich habe jetzt hier den super duper Monitor, was weiß ich, 75 Zoll Monitor, den will ich jetzt genau einstellen und hin und her, ich weiß, was ich tue, vertrauen Sie mir, bläm, ja, hört sich ein bisschen an wie Sledgehammer, ist aber auch oft so, ja. Ist aber auch je mehr man anbietet, desto mehr kann man kaputt machen. Das ist stimmt und in Bezug auf die, gerade auf die Grafik-Settings ist es ja häufig so, dass Leute das Spiel anmachen, dann gibt es irgendwelche Voreinstellungen und dann sagen die, nee, ich möchte aber gerne das hübschestmögliche Spiel spielen. Hm. Und dann machen die alles auf Ultra, was geht, ne, mit allen möglichen Zusatzeffekten und tollen Wasser und allem und dann gehen die ins Spiel rein und wenn sie Pech haben, ruckelt's dann. Das ist auch doof, ne? Also, ich bin auf jeden Fall jemand, der an einem Spiel rumbröttelt, bis es passt. Mhm. Aber ich bin nicht derjenige, der es schon am Anfang tut. Mhm. Sondern ich gucke mir das Spiel erstmal an. Und dann merke ich, da stört mich was. Und dann versuche ich es zu identifizieren. Mhm. Na? Und dann versuche ich es dann auch nicht nur weg zu optimieren in den Einstellungen, sondern dann gehe ich auch ins Internet und guck, hat jemand dasselbe Empfinden wie ich? Mhm. Habe ich früher mal gemacht bei einem Titel, der hieß, das war ein Star Wars Titel. Hier, die dunkle Bedrohung. Wow! Backen. Die dunkle Bedrohung. Star Wars. Oh, guck mal, da steht der Preis noch dran. Von Star Wars hier. Da, ne? Da, so, GameStop oder was, ne? Und hier hast du im Grunde genommen eine ISO-Perspektive, ja, eine ISO-Perspektive von oben, schräg oben und irgendwie hat man immer das Gefühl, kann ich die Kamera nicht irgendwie, ich will doch sehen, was vor mir ist. Mhm. Habt ihr das auch gehabt bei diesem Spiel, ja, weil das kann man weghacken. Da kann man in die INI gehen, in die Config-Datei und kann da irgendwelche Sachen einstellen und die Kamera runterziehen, dass ich nach vorne gucken kann. Mhm. Also im Grunde genommen das, was wir immer machen. Diese Kamera wollte ich haben und die habe ich mir irgendwie setting-mäßig. Also die hatten die Sachen da angeboten und ich habe das gemacht. Und dann, wenn du das gemacht hast, ja, was denn? Ich weiß es, aber ich bin so neugierig. Hier vorne ist Täschchen. Ja. Was war denn da drin? Ich glaube, ich habe dieses Ding aus einer Videothek gekauft und zwar vom Grabbeltisch. Ah.
Und da waren die Kärtchen drin zum Ausleihen. Alles klar. Ne? Also Videothek kennt ihr nicht mehr, ist klar. Ne? Oder doch? Wahrscheinlich schon. Wir sind alles alte Säcke, wir kennen die noch so. Ausgestorben. Okay. Wo war ich? Das Problem ist, wenn man diese Kamera runtergemacht hat, dann konnte man auch sehen, wo die Culling und Rendergrenze war. Das heißt, die Sachen sind dann reingeplöppt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie das Ding. Selbstverständlich, ja. Die wollten natürlich auch performance-optimiert das Ding irgendwie so einstellen und so weiter. Und das war dafür nicht ausgelegt. Und das konnte man dann auch noch einstellen. Dann konnte man die Sichtgrenze auch noch, damit die Dinger möglichst weit zu sehen sind. Und dann fing das Ding an zu ruckeln. Dann habe ich sie wieder zurückgenommen. Aber die Kamera, die habe ich so gelassen. So, ja. Ja, will man das? Ja, man möchte das. Man möchte an so Spielen rumfrudeln. Man möchte gerne irgendwie die Einstellung so einstellen, dass das irgendwie so funktioniert. Mittlerweile, die modernen Spiele haben dieses Gefühl bei mir nicht mehr hervorgerufen, weil die halt doch schon sehr darauf achten, dass solche Sachen halt irgendwie möglich sind und die schauen den Spielern auch aufs Maul und gucken irgendwie das, was so sehr viele Spieler dann halt empfinden, wenn sie das Spiel spielen, dann stellen die das um. Früher war das halt anders. So, ne? Heute ist das halt sehr viel komfortabler und es gibt gewisse Standards, die man mittlerweile hat, so, ne? die Spiele haben und da fühlt man sich eigentlich recht schnell zurecht. Finde ich. So. Das stimmt. Na? Es auch Features gibt, die sich nach deinem eigenen Spielstil richten. Zum Beispiel, sage ich mal, Maussensitivität. Sowas. Ne? Das sind dann schon so Sachen, die ich dann regelmäßig anfasse, wo ich sage, nein, das ist nicht meine Geschwindigkeit. Ja. Gut. Es gibt auch noch die Gamma Correction, ne? Die ja noch immer abgefragt wird. Häufig ganz am Anfang. Ja. So. Ne? Und dann wird da auch dran rumgefrudelt. Mache ich auch. So, ne? Und ist aber was anderes als Helligkeit und Kontrast, weil da nämlich auch manchmal irgendwelche Falschfarben erzeugt werden durch das Rumgefrudeln an der Gamma Correction. So, ich könnte jetzt hier einen Vortrag über Gamma Correction halten, ja, wovon ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe, weil ich kein Grafikprogrammierer bin, aber ich weiß, dass man dadurch Artefakte erzeugen kann, wenn man das zu extrem einstellt über die Gamma Correction. Und das ist halt dann nicht mehr so schön. Und dann denkt man sich ja, wo kommen denn auch immer diese Artefakte her? Ja, es ist halt nicht so gemacht, wie es gemeint ist. Es ist halt zu hell gemacht, ne? Oder was weiß ich. Und das ist halt so schwierig. Hat man auch oft das Problem, wenn man Gamer ist und zusätzlich zum Beispiel streamen möchte, dass man im Stream sehr viel dunkler das Bild sieht als auf seinem eigenen Bildschirm. Und um diesem Phänomen zu begegnen, gerade zum Beispiel bei Gruselspielen oder Spiele, die bei Nacht stattfinden oder sowas in der Art, willst du dann, dass die Zuschauer oder so oder jemand, der sich das anguckt, das dann trotzdem noch sehen können soll. Und das macht man häufig über die Gamma Correction. Und dann machst du das extra hell bei dir, ne, damit die dann irgendwie wenigstens ein bisschen was sehen. Da muss man echt aufpassen. Tja. Ja, was denn richtig? Seid ihr auch so Settings-Fruckler? Ne? Also im Endeffekt kommt am Ende raus, ich bin's ja doch. Aber erst in der zweiten Reihe. Ich versuche es erstmal so und dann gucke ich es mal an. Wie ist das denn bei euch? Das würde uns mal brennend interessieren. Hast du eine Community-Frage? Ja, die passt sogar jetzt irgendwie ganz schön dazu. Ja. Also eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe doch jetzt den Bogen gemacht. Die heißt, mich würde mal interessieren, ob ihr nur große Streamer anguckt oder auch kleine. Also ich glaube, wir gucken vornehmlich kleine. Wir gucken vornehmlich kleine, ja. Aber auch ein paar große. Ja. Also das ist... groß wäre zum Beispiel Gronkh, gucken wir. Der ist sehr groß. Kukanic gucken wir. Pandoria gucken wir. Mhm. Ne? Gnu gucken wir. Mhm. Lara Loft gucken wir. Und ja. Dann haben wir auch so mit mehreren, also Pizmeat, Bonchoir, Rocket Beans, da gucke ich auch sehr häufig rein, ja. Und solche Sachen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden beim Spielen beobachten, zum Beispiel was unsere eigenen Spiele angeht, gucken wir mal irgendwie, ach, spielt das gerade einer? Und dann klickst du einfach mal da drauf, der das halt gerade spielt. Und das sind in der Regel eher die Kleinen. Ne? Irgendwer, der irgendwo sitzt und irgendwie gar nicht merkt, dass man gerade zuguckt. Die Großen spielen vornehmlich den neuen heißen Kram, so, ne, der gerade rauskommt und so und wechseln auch sehr viel so. Und das ist halt
Ja. Liegt vielleicht dann auch am Zeitraum. Also wenn du so ein Spiel zum Beispiel gerade released, dann spielen es halt in der Regel hoffentlich viele. Und dann hast du halt auch eine riesen Auswahl und dann guckst du erstmal, was sagen jetzt die, die ich sowieso in meiner Liste hatte, ne? Oder halt verschiedene große Leute. Und je weiter du dann in die Zukunft kommst, desto mehr spielen es halt irgendwelche kleineren Streamer. Und dann guckt man denen halt häufiger zu, ne? Das ist also so eine, so ein Prozess auch, ne? Wir gucken ja heute noch den Leuten beim Spielen zu und haben momentan gar keinen aktuellen Titel released, sondern nur Spiele, die jetzt schon ein paar Jahre zurückliegen. Und dann spielen das vor allen Dingen halt irgendwelche kleineren, selten mal ein größerer. Ja, und auch Freundeskreis besteht aus sehr vielen kleinen Streamern. Oder man kann sagen, unser Freundeskreis hat sich irgendwann, während wir mit denen befreundet waren, dazu entschlossen, irgendwie auch mal zu streamen. So, ja. Und das ist halt dann irgendwie, dann guckt man halt seinem Kumpel zu, wie der gerade irgendwie rumballert oder irgendwelche Sachen. Das passiert schon. Ne? Das hat auch keine große, sag ich jetzt mal, Reichweite, sowas. Ne? Aber es ist halt irgendwie für seine Freunde zu spielen. Ne? Und so gerade in dieser Zeit, Corona-Zeit, hat das sehr verbunden auch, ne? Doch. Das heißt, das hat Freundschaften gepflegt, dieses Streaming, so, ne? Und das fanden wir gut. Ja. So, sehr interaktiv und das macht es schon schön. Ja. Alles klar. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Bis dann. Mach's gut. Ja. Die Frudler. Mhm. Ne? Trottler. Trottler.